Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Revelations 2. Wohin wurde ich gebracht? So viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Wer sind Sie? Ich bin die Aufseherin. Bitte, schicken Sie Hilfe. Ich bin hier, Kleiner. Bitte sei am Leben. Ich habe keine Eltern. Da drüben. Woher weißt du das? Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Ist da draußen überhaupt jemand? Deine Tochter heißt Moira? Ja. Sie ist tot. Was? Ob sie tot ist, werden wir bald noch erfahren. Oder besser gesagt, wie sie hätte sterben sollen. Betrachtung. Episode 2. Mal gucken. Heiliger Bimba, ist mein Leben geil. Genau wie Kichicho, Mann. Hammermäßig. Geht ohne mich weiter. Ich komm später nach. Du hast ihn gehört, Gay. Los. Bleib bloß nicht ins Dorf, Fischer. Hey, Fernandes. Schau mal. Ist das der Ort? Die Wassis? Was auch immer? Ja. Wo das Leben beginnt. Ist das Thompsons? Ja. Ich werde es mir näher anschauen. Oh, Kacke! Geh! Du lebst. Komm schon, steh auf. Geiles Aufeinandertreffen. Oh Gott, du schuldest mir neue Unterhosen. Komm rein. Die neue ist auch okay. Ich wusste, dass ihr es wart. Hey. Musikwünsche? Sogar Licht. Und geilen Sound. Sehr geil. Und jetzt? Hallo? Kommt noch eine Cutscene? Ich möchte nicht anfangen zu reden und dann kommt wieder eine Cutscene, ne? Würde ich jetzt unschön finden und nicht begrüßen. Hallo? Danke vielmal. Wir sind mitten im Wald aufgewacht. Und ihr? So eine Art runtergekommenes Gefängnis. Gabe. Gina ist tot. Ah, Scheiße. Thompson ist auch tot. Ja, ich habe seinen Arm. Ich hätte gewollt, dass ich rausfinde, wie er funktioniert. Du hast echt seine Hand abgehackt? Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Komm, sehen wir uns im Gebäude um. Jo, machen wir. Vielleicht finden wir was Intelligentes. Oh, wir sind voll. Nee, warum wegwerfen? Übergeben. Verdammt, ich habe das eine weggeworfen. Aber wir haben sowieso alles voll. Wir können nichts mitnehmen. Mit ihr vielleicht noch ein paar Molotow-Cocktails. Willkommen am Abgrund wahrer Furcht. Die Aufseherin. Was wollen Sie? Ich muss euch das Labyrinth scheuchen und sehen, wer wieder herauskommt und wer nicht.
keine Laborratte. Das kann sie sich in ihren aufsehenden Arsch schicken. Aber wir wurden mit etwas infiziert. Oh, sie Mann. Hat eine Nadel in mich gesteckt? Denk einfach nicht drüber nach. Rick, begleite mich mal. Komm. Warum? Nee. Gerade keine Zeit. Nee. Erstmal switchen. Ich muss da mal noch hoch. Zur Hölle. Hä? Warum ist da nichts? Okay. Können wir mit Claire das Ding mitnehmen? Dann gucken wir mal, was wir noch tun können. Doch nur eine Rauchflasche. Okay. Ah, Rauchflasche brauchen wir aber nicht. Wegwerfen. So. Was haben wir jetzt bekommen? Kombinieren können wir leider nichts. Kombinieren. Cool. Jetzt haben wir mit was von Moira fusioniert, also ich muss dir da drüben was zeigen. Passt. Was denn los? Was willst du mir zeigen? Ich hoffe, Fischer geht's gut. Neil? Neil war bei euch? Ja, wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Na dann. Ab nach oben. Glaubst du, du kannst ihn fliegen? Wenn er repariert ist, aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Okay. Genau, was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung ja. Hilf mir suchen. Okay. Treibstoff und Batterie müssen wir hier einfügen. Heißt, einmal dürfen wir links durch und einmal rechts. Ich glaube, wir gehen zuerst mal rechts durch. Wenn wir gerade hier sind. Wir sind nicht allein hier draußen. Ja, sieht ganz so aus. Ey. Geh liegen. Weißt du was? Mora, geh voran. Explosive Flasche, okay. Topaz können wir auch gebrauchen. Hier hinten ist noch was. Nö. So. Schrotflintenmuni. Das können wir doch übergeben. Nee, verdammt. Wundervoll. Dann haben wir noch ein wenig mehr Platz. Ein Treibstoffdepot. Ah, mit der Bohrmaschine. Irgendwie müssen wir doch. Hä? Woher kam das? Hä? Was ist denn hier? Also, irgendwie war ich da bei meinem ersten Run gar nicht. Wunderschön. Wo ist denn noch das zweite Schloss? Hier hinten soll etwas sein. Wunderbar. Dann auf mit dir. Teilebox. Okay. Heißt im Klartext, wir können wieder was upgraden. Nice. So muss das. Hä? Ach so, von da unten. Hi.
Ich komm dir mal entgegen. Na? Hast du genug? Ich glaube kaum. Und jetzt, ja, komm, wir machen es gleich beide. Wundervoll. Zusammen sind wir unschlagbar. Magnum, kannst du die noch nehmen? Nee, kannst du nicht. Heißt, wir gehen hier von dann. Was haben wir eigentlich hier? Ja, wegen dieser Kassette, ne? Ja, die nehmen natürlich dann teilweise unnötig Platz weg, was nicht gerade so förderlich ist teilweise. Aber passt auf jeden Fall. Hier ist nix. Schade, auf jeden Fall noch nix. Claire, das Licht brennt in dem einen Haus. Ah, kein Thema, wir müssen nur einen Weg finden, hier hochzukommen. Ist die Frage nur wie, ne? Hier hoch? Das ging ja nochmal gut. Voll. Schade. Hier kann man noch eine Menge Stuff holen. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Einmal. Oh. Und das zweite Mal. Wundervoll. Nochmal. Nee. Ein Schrotflintenmuni. Verkackt. Ich muss hier erst Claire reinlassen. Oh. Oh. Der war ja auch drinne. Woher kommst du denn bitte? Danke. Drauf. Gleich beide. Geh liegen. Halali. Das ist eine leere Flasche. Die brauchen wir nicht. Ah, Mann. Wir sind voll, oder was? Deswegen. Ja, wir haben auch ziemlich viel Munition. Mal kurz ablegen, geht das jetzt? Hä? Voll? Dann kann ich es nämlich mit dir aufnehmen. Hier ist die Batterie. Spüren wir etwas Treibstoff auf. Hier ist, glaube ich, die Magnum drin. So, die Schrotflintenmuni. Auf geht's. Das eine Teil haben wir. Aber wie kommen wir jetzt an das andere Teil? Wir sollten auch hier eine Bohrmaschine haben, um hier durchzukommen. Wisst ihr was? Wir geben zuerst mal das Ding oben ab, dann haben wir wieder einen Platz mehr. Und dann können wir schnell mal kurz den Part beenden. Und im nächsten Part easy weitermachen. Ja, machen wir. Also im nächsten Part geht's auf nach der Treibstoffsuche. Also seid dabei. Tüdelö!